Grünkohl-Luzi. Nach dem Zweiten Weltkrieg verkaufte die fleißige Bauerntochter Lucia von Mehlen ihren Grünkohl auf dem Marktplatz in Bremen. Ihre resolute Art und ihr gehaltvoller Grünkohl begeisterte die Bremer. Obwohl man in Bremen auch Braunkohl sagt, wurde sie als Grünkohl-Luzi in der ganzen Stadt bekannt. Mit ihrem Fahrrad fuhr sie bei Wind und Wetter jeden Morgen von Brinkum bis zum Markt, obwohl es damals noch keine richtigen Radwege gab. Der älteste Radweg Deutschlands wurde vermutlich 1897 in der Mitte der Linienstraße im Bremer Viertel gebaut. Ein glatter Streifen aus Schlackenstein sollte das Fahren auf Kopfsteinpflaster erleichtern. Obwohl Bremen mit Borgward und Mercedes-Benz eine florierende Autoindustrie hatte, blieben die Bremer und Bremerinnen ihren Drahteseln treu. Heute sind auf Bremer Straßen doppelt so viele Fahrräder wie Autos unterwegs. Auf 1000 Einwohner kommen 916 Räder, die mittlerweile auf über 720 Kilometern Radwegen und Radstreifen radeln können.